Die Top 10 der größten Fehler in der Wahrheitsbewegung. Auch wenn ich riskiere, dass sie mich alle nach diesem Video hassen werden, weil ich ihre Illusionen zerstöre, ihre Vorbilder, Meister, Götzenbilder, Truther, Götter und Fanartikelverkäufer, muss ich leider ein paar sehr ernste Dinge ansprechen, die mir in den letzten Jahren sehr sauer aufgestoßen sind. Ich habe nicht umsonst 2, irgendwas Jahre Pause von YouTube gemacht, weil ich einfach nur so keinen Bock mehr darauf hatte, sondern der festen Überzeugung war und bin, dass die Wahrheitsbewegung selbst ein Teil des Problems geworden ist. Und hier ein paar Grundannahmen. Platz 10. Die Wahrheitsbewegung bewegt etwas. Die Wahrheitsbewegung ist nie eine Bewegung gewesen. Wo bewegte sich denn hier was? Haben Sie, und jetzt müssen Sie mal ganz ehrlich zu sich sein, gesehen oder gehört, dass die Leute, deren Videos Sie zu Hunderttausenden anklicken, eine echte, aufrichtige, unmanipulierte und von außen unabhängige Bewegung gestartet haben? Die nichts mit dem Polittheater, Demonstrationen oder Petitionen zu tun hatte? Ich konnte nur Leute wahrnehmen, die auf Stühlen vor Kameras saßen und ewig über den Ist-Zustand lamentierten, keine bis schlechte Lösungsansätze präsentierten und wenig bis gar nicht ins Handeln kamen. Da gab es viele Durchhalteparolen wie: Wir dürfen uns das nicht länger gefallen lassen. Widerstand. Wir müssen alle ins Handeln kommen. Macht mit und werdet aktiv, aber bei was denn genau? Ich habe vor ein paar Jahren diejenigen kennengelernt, die sich selber Aufgewachte nennen, und habe Nächte mit diesen Leuten auf meinem Discord-Server, einem virtuellen Sprachraum, verbracht und kann ihnen mit bestem Gewissen mitteilen, dass 80% aller Aufgewachten schlafschäfrige Beta-Männchen sind, die keinen Antrieb haben, ins Handeln zu kommen. Und alle wollen sie ihren König zurück. Platz 9. Nur zusammen sind wir stark. Ja, das passt gut zu Platz 10. Wer einen Verein gründen will, riskiert, diesen weggenommen zu bekommen und zwangsenteignet zu werden. Wer eine Partei gründen will, möchte nur einen Teil des Kuchens abhaben und wird selber Teil des Systems. Wer gemeinsam demonstrieren gehen will, riskiert, eine auf die Fresse zu bekommen. Wer gemeinsam Umsturzpläne gegen die Regierung aushecken will, hat gar nichts verstanden und riskiert, im Knast zu landen. Wer jegliche Form von öffentlicher Bewegung gründen will, riskiert, unterwandert und zerstreut zu werden. Platz 8. Gut erkannt, schlecht schlussgefolgert. Der Status quo kann von unglaublich vielen Menschen gut erkannt und benannt werden. Aber was dann folgt, ist zum Augenrollen, Mundwinkel verziehen und davonlaufen. Hierzu ein paar gewohnte Beispiele. Die da oben sind alle korrupt. Wir müssen die Altparteien abwählen. Die Welt und meine Umgebung ist vergiftet. Also entgifte ich mich und alles ist gut. Das Böse hat Namen und Anschrift. Lass uns einen Brief an sie verfassen. Die wollen uns alle krank impfen. Es reicht, wenn wir Bill Gates auf Twitter dissen. Die Erde ist keine Kugel, dann muss sie zwingend eine Scheibe sein. Die BRD ist eine Firma, dann ist der Staat toter als tot. Wir haben keinen Friedensvertrag, also brauchen wir einen. Klar, die werden den schon akzeptieren. Wir haben keine Verfassung, also brauchen wir gesichtslose Vlogger, die das mal eben schnell in die Wege leiten. Die Mainstream-Medien lügen uns alle an, also lass uns einen bösen Kommentar unter die Videos setzen und alles ist gut. Platz 7. Themenbehandlung zu eindimensional. Klaus beschäftigt sich nur mit Chemtrails, ist aber noch Mitglied in einer Partei. Roland beschäftigt sich nur mit Medizin und fliegt gern in den Urlaub. Frank nur mit Geschichte, hat aber ein ernstes Drogenproblem. Hans nur mit Recht und Gesetze und hat trotzdem keine Ahnung, was bald auf ihn zukommt. Erwin mit dem Finanzsystem, kapiert aber gar nichts über die Logenbrüder, die die Märkte manipulieren, im Hintergrund. Und Robert, nur mit der Wirtschaft, erzählt aber nichts über das Geldsystem, das so gestaltet wurde, dass wir uns alle berauben müssen. Flo ist ein Aktienspezialist, erzählt dir aber gar nichts über Ethik an der Börse. Und Claudia ist die Esoterikkönigin, die in der Freizeit aber nur am Smartphone klebt. Ingrid ist die Expertin für Spiritualität und hasst alle Menschen, die Fleisch auch nur angucken. Und Atomgretel aus Aberland kann CO2 sehen. Puh. Und was hat das alles mit Ihnen zu tun? Was machen Sie dagegen? Und bitte, hier geht es nicht um die Qualität des Inhalts der jeweiligen Videos oder Blogs. Die Wahrheitsunbewegung ist zu einem Trash-TV-Lalaland im Netz mutiert, in dem Sie tolle Videos über Gott und die Welt sehen können. Aber nur die allerwenigsten können das Große und Ganze erkennen. Also bleibt die Unbewegung ein Hort der Infokrieger und Wissens durch die Gegendschmeißer. Kann mir auch nur einer 10 essbare Wildkräuter nennen, Feuer ohne Feuerzeug und Streichhölzer entfachen, ein paar bekömmliche Pilzsorten aufzählen oder sagen, wie man seinen Acker ohne Ochsen pflügen kann. Wofür das notwendig ist, werden Sie sehen, wenn Sie Ihr Brot mit einer Schubkarre gefüllt mit 13 Kilogramm Euroschein abholen müssen. Aber lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, es ist ja noch nicht so weit. Platz 6. Schlechte bis gar keine Vorbereitung auf eventuelle Verwerfungen. Wie schon erwähnt, hänge ich viel in der virtuellen Welt der anonymen Redekünstler ab und stelle hier und da meine Standardfragen. Und ich bin erschüttert, dass so gut wie kaum jemand sich gar nicht bis wenig auf die kommenden Ereignisse vorbereitet hat. Deshalb wird es auch keine Veränderung morgen früh um kurz nach 6:30 geben. Wenn alle noch von Supermärkten und deren Lieferketten abhängig sind, wird es keine Veränderung geben, weil sie
Schiss vor diesem Vakuum des Nichts mehr bekommen haben. Der einzige Grund, warum Demopolizisten auf 15-jährige Zahnspangenmonster einprügeln, ist, weil sie dafür ein Gehalt bekommen und genauso abhängig von einem funktionierenden System sind wie die anderen. Also braucht man auch diese Herrschaften nicht ansprechen und mit ihnen zu diskutieren. Platz 5. Gefährliches Halbwissen. Es ist unglaublich schwer, bei der Fülle an Infozeugs den Durchblick zu behalten. Wer hat nun Recht und wer hat nun Unrecht? Wer weiß wirklich etwas und wer labert nur gequirlte Mäusekacke? Gerade bei dem Thema Mensch versus Person, Status und was kann man wirklich tun, um da rauszukommen, höre ich täglich so viel Schrott im Netz, wie privat im Sprachchat, dass es wirklich zum Davonlaufen ist. Kaum jemand macht sich die Mühe und wälzt mal zum Spaß ein paar Gesetze durch oder hört sich ein paar Vorträge von Leuten an, die mit Quellen und Fallbeispielen glänzen. Zu langweilig, zu knöchrig, da kapiere ich eh nichts. Tja, dann musst du weiter Leipzig TV für Halbaufgewachte schauen und dir alles vorkauen lassen. Das führt dann zu solchen Blödsinn wie die Q, ja was eigentlich, Family, Nerds, Jünger, Bewegung, Trust the Plan, vertraue dem Plan. Die haben alle das Messias-Syndrom. Putin und Trump werden euch alle retten, die Aldebaraner werden kommen, aber die stecken gerade in einem intergalaktischen Stau, aber übermorgen werden sie dich in ein höheres Bewusstsein beamen. Mach am besten gar nichts, kiff weiter und warte auf deine Entrückung. Wo sind die Dinge, die Q, Benjamin Fulford oder andere versprochen haben? Wo sind die befreiten Kinder? Wo sind die Verhaftungen? Alles eine Beruhigungspille für die, die hinter den ersten Vorhang geschaut haben und keinen Bock haben, Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen. Traurig. Platz 4. Eitles Geschwätz und ein Feuerwerk der Klugscheißerei. Wer kennt das nicht? Sie sind gerade dabei, ein paar warme Worte mit netten Menschen zu wechseln und da kommt von der Seite ein unmotivierter, narzisstischer Wutausbruch von einem, der meint, dass er die Weisheit mit der Muttermilch aufgesaugt hat. Mit angstbeladenem Halbwissen werden sie dann im Appell genötigt, seine oder ihre Schminktipps zu akzeptieren. Du kannst doch nicht einfach Vitamin C in der oder in der Form zu dir nehmen. Du musst doch Vitamin C immer in der oder in der Form zu dir nehmen. Ist doch viel gesünder. Nein, dein Survival-Rucksack muss mindestens 45 Kilogramm wiegen mit. Nun folgt eine lange, völlig bescheuerte Liste mit Dingen, die kein Mensch im Wald braucht. Ich habe da so ein Video vom Lars von Tarek gesehen. Der empfiehlt das auch. Nein, du brauchst unbedingt einen Kupferspaten. Alles andere ist Mist. Anstrengend. Schön spalten, anstatt zusammen mal ein Projekt zu starten und ein paar Hektar Ackerland zu bewirtschaften. Platz 3. Die Wahrheitsbewegung kennt keine fortgeschrittenen Aufgewachten. Ich habe neulich ein uraltes Video von mir geschaut, die 4 Stadien des Erwachens. Dort ist mir im Hinblick auf die videowütigen Dauerpöbler eins klar geworden. Die Wahrheitsunbewegung kümmert sich fast nur um Leute, die im ersten oder zweiten Stadium des Erwachens kleben. Infos, Wissen. Noch mehr Infos zum Weitergeben und noch mehr Anhaltspunkte, dass sie hier in einer Matrix leben. Der fast weltweite Lockdown, also Ausgangssperren und Reisebeschränkungen, lässt dort ganz klar vermuten, dass es eine übergeordnete, also supranationale Kraft im Hintergrund gibt, die dort die Fäden zieht. Also sind Videos über Geopolitik ein Befassen mit einem Theaterstück gewesen. Eine etwas intelligentere Zeitvernichtungskampagne als Spiegelverkehrt-TV. Wirkliche Angebote, Lösungsansätze oder Möglichkeiten zum Abkoppeln aus der Matrix werden nur selten angerissen, da auch die Wahrheitsunbewegung von diesem Kack-Zustand der Welt lebt. Wo wären all diese YouTuber und Blogger, wenn die Welt ein Ort der Liebe wäre? Huh? Platz 2. Politiker sind alle inkompetent. Ach. Ist das so? Wir reden hier von den bestbezahltesten Zettelablesern, Marionetten und Bauchrednerpuppen der ganzen Bundesrepublik. Sie können für ihre Entscheidungen nicht in Haft genommen werden. StGB § 129 Absatz 3 Nummer 1, das Parteiengesetz § 37 mit Vermerk auf das BGB § 54. Zumal neigt der Mensch inkompetenten Leuten weniger böse zu sein, weil der Mörder kann ja nichts dafür, er war ja zum Tathergang behindert. Die wissen genau, was sie tun. Sie dürfen nur nicht, weil sie sonst aus ihren Logen fliegen. Platz 1. Das liebe Geld. Stellen Sie sich folgende Szenerie vor. Sie sitzen Samstagabend im Kinosaal 1 und schauen sich Superman Teil 25 an. Der Film geht los und der muskulöse Strumpfhosenträger rettet die schöne Frau vom Balkon des umstürzenden Haus. Unten auf der Straße abgesetzt haut er den Satz raus. Macht 50.000 Dollar. Wie bitte? Ja, glauben Sie, mein Anzug reinigt sich von alleine? Wir würden Buch rufen. Wir würden glauben, wir sitzen in einer Komödie. Wir würden unser Geld an der Abendkasse zurückverlangen. Aber er macht doch diese Dinge so selbstlos. Der hat doch einen Job bei der Lügenpresse. Warum würden Sie das im Kino nicht akzeptieren, aber in der Wahrheitsunbewegung scheint dies völlig normal zu sein? Da werden T-Shirts im Onlineshop verkauft, nach Spenden gebettelt, völlig überteuerte Nahrungsergänzungsmittel vertrieben. Seminare, die uns einen halben Monatslohn kosten würden, angeboten, ohne Anreise, Unterkunft, Essen
Hexen und eventuellen Babysitter. Und Bücher verkauft, und jetzt kommt's, in denen genau das System kritisiert wird, dass durch die Steuereinnahmen des Verkaufs genau dieser Bücher noch profitiert. Das ist die Definition von Wahnsinn. Diese Unbewegung ist zu einem Hort der Verehrung und Anbiederung von Götzenbildern, Gurus, möchtegern Esoterikern, Hardcore-Spiritualisten und Berufstruthern verkommen. Und diese zitieren auch noch aus der Bibel: In der Endzeit werden viele falsche Propheten auftreten. Und sie merken das kaum bis gar nicht. Ich sagte ja, sie werden mich hassen. Aber das musste mal raus. Wo sind die Leute, die in diesem Faschozustand richtig abräumen? Die uns ein Stück Land gekauft haben, auf dem wir alle unsere Träume verwirklichen könnten? Kein einziger hat das getan, weil sie durch den schnöden Mammon gierig geworden sind und genau wie der Mainstream vom Elend, der Spaltung, den Missständen, der Heuchelei, der Politik und dem Matrix-Theater hierzulande leben. Auch sie machen ein Geschäft mit der Angst und haben, wenn sie mal in sich hineinhorchen würden, nur wenig Interesse daran, dass sich hier wirklich, wirklich etwas ändert. Ja, nicht alle, aber leider immer noch viel zu viele. Der Lösungsansatz: Lernen Sie, Verantwortung für Ihr Handeln zu übernehmen und rennen Sie nicht jeden Deppen hinterher, der sein Konterfei auf einem Zahnputzbecher im hauseigenen Shop vertickert. Von Liken, Teilen, Abonnieren ist noch keiner satt geworden. Und dort wird auch nicht deine Freiheit morgen früh neben deinem Bett erscheinen. Beweg deinen Arsch. Momentan bin ich immer noch auf der Suche nach aufrichtigen Menschen, die das System satt haben und Bock haben, aufs Land zu ziehen und ihre Feld-, Früchte- und Getreidesorten selber anzubauen. Ich kann aus der Vergangenheit einiges berichten, was in anderen Projekten gut oder nur bedingt gut gelaufen ist. Aber wir können hier warten, bis uns die Hyperinflationswelle alle überrollt, der Euro zusammenbricht, die Märkte leer sind und keine Geldscheine aus den Automaten rauskommen? Oder wir packen das endlich an und pachten ein paar Hektar Acker und legen endlich los? Ach, nur so am Rand. Es gibt keine Eintrittsverbote. Soldaten, Polizisten, Gläubige, nicht-biodeutsche, ehemalige Richter oder Antifas, ist mir scheißegal. In der Krise, die schon in den Startlöchern steht, werden wir alle gleich schlecht aussehen. Zudem interessiert es keine Sau, was sie gestern noch gedacht haben, sondern nur, wer sie morgen sein wollen. Wir werden sowieso nicht heiraten und ein Leben lang aufeinander klucken, also entspannen Sie sich und retten wir endlich unseren Arsch. Unter dem Video ist ein Link zu den Sprachräumen. Sie brauchen nur ein internetfähiges Endgerät mit Headset oder Klapprechner mit Mikro und Lautsprechern. Wenn nicht jetzt, wann dann? Seien wir wieder Mensch und machen uns unabhängig. Jetzt.